NR Wirtschaft für Europa, das ist das Motto der Kampagne von Unternehmer NRW zur diesjährigen Europawahl. Wir sind nämlich von zwei Dingen überzeugt. Zum einen, Europa ist sehr wichtig für unser Land und die diesjährige Europawahl ist äußerst wichtig. Es ist quasi eine Richtungswahl. Deshalb ist es auch wichtig, sich vor der Wahl einzubringen. Das tun wir als Unternehmer NRW. Wir bringen uns ein, vor allem mit der Botschaft, dass Europa für unser Land, für uns alle sehr, sehr wichtig ist, für unseren Wohlstand und mit der Botschaft, dass Europa noch viel mehr Potenzial hat und dafür auch die richtigen, vor allem auch wirtschaftspolitischen Entscheidungen getroffen werden müssen. Hierzu ist es auch wichtig, uns ja, ins Gespräch zu kommen mit den Parteien und mit den Kandidaten. Das tun wir mit den NRW-Spitzenkandidaten von CDU, SPD, Grünen und FDP. Und heute freue ich mich ganz besonders, Herrn Dr. Liese zu begrüßen, der Spitzenkandidat der CDU NRW. Und ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Liese. Freue mich. Ja, Herr Dr. Liese kommt aus Südwestfalen und dem Hochstift, hatte also eine etwas längere Anfahrt hier nach Düsseldorf. Und Sie sind, ja, es ist quasi ein Jubiläum, seit 30 Jahren, seit 1994 Mitglied im Europäischen Parlament und Mitglied unter anderem im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Ja, ich habe gesagt, wir wollen ins Gespräch kommen, deshalb direkt mal die erste Frage. Sie machen Europapolitik schon sehr lange. Die Frage wäre, warum ausgerechnet Europapolitik? Es gibt ja auch andere Ebenen, Bundes-, Landes-, Kommunalpolitik. Was ist das Spannende an Europa? Ich habe mich immer schon für Themen interessiert, wo wir die Lösung wirklich nur grenzüberschreitend hinbekommen können. Beispielsweise Klimaschutz. Ist ganz klar, wir haben keine Luftsäule über Deutschland und wenn wir die dekarbonisieren, ist alles gut, sondern wir müssen über Grenzen zusammenarbeiten. Und nur in Europa haben wir auch die Power, den Rest der Welt zu motivieren und zu überzeugen, wenn wir es richtig machen. Und deswegen hat mich Europa immer schon interessiert, immer schon begeistert. Und ich mag am Europäischen Parlament auch, dass man nicht immer eine festgefahrene Situation hat zwischen Regierung und Opposition, sondern dass man an der Sache arbeitet. Manchmal ärgert mich die Mehrheit im Europäischen Parlament, da werden wir gleich sicher auch noch drauf kommen. Aber grundsätzlich finde ich es gut, wenn das Argument zählt und nicht nur das Schema Regierung-Opposition. Ja, und was ist Ihnen persönlich an Europa wichtig? Jetzt war es ja eher so ein bisschen die Systemfrage auch, ein bisschen andere politische Kultur. Was ist Ihnen persönlich an Europa wichtig? Ich glaube, Europa ist unsere Zukunft. Ohne Europa haben wir keine Zukunft. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass Arbeitgeber NRW das Thema auch so in die Betriebe hineinbringt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen, unser Wohlstand hängt von offenen Grenzen ohne Zoll- und Handelsbarrieren ab in der Europäischen Union. Wenn jemand über Dexit oder die EU muss sterben fabuliert, dann gefährdet das unseren Wohlstand. Aber es gefährdet auch unsere Sicherheit und unsere Möglichkeit, dass wir unsere Werte und Interessen überhaupt zur Geltung bringen in einer Welt, wo wir eben auch mit Systemen uns auseinandersetzen müssen, die ganz andere Werte haben, beispielsweise China oder Russland. Also Europa ist überlebensnotwendig, davon bin ich fest überzeugt. Jetzt haben Sie schon die Vorteile rausgestellt, grundsätzlich, aber konkret auch für Nordrhein-Westfalen, für unser Bundesland hier. Warum ist da Europa wichtig? Wir sind stärker industriell geprägt als andere Teile Deutschlands und der Europäischen Union. Und bei mir zu Hause in Südwestfalen ist das noch mal ein Stück stärker. Viele mittelständische Unternehmen, unter anderem ja auch das vom Präsidenten Herrn Kirchhoff, sind dort zu Hause. Und sie sind noch mehr darauf angewiesen, dass wir offene Grenzen haben. Und wenn die Europäische Union nicht existieren würde, könnte willkürlich jeder französische Präsident beispielsweise, wir müssen ja leider auch damit rechnen, dass Frau Le Pen Präsidentin wird, sagen, deutsche Autos, Teile aus Deutschland für Autos werden mit Zöllen, mit Barrieren belegt. Und das ist echt gefährlich. Die Bertelsmann Stiftung hat schon vor 5 Jahren ausgerechnet, dass der europäische Binnenmarkt jedem von uns über 1000 Euro im Jahr zusätzlich bringt. Das heißt, wenn er zerstört würde, dann sind das mindestens 1000 Euro.
Und wir erleben beim Brexit, wie schwierig das ist, wenn schon ein Land austritt und man da andere Regeln hat, wo man sich dann auch als Mittelständler wieder darauf einstellen muss. Der Zerfall der EU wäre Brexit mal 27. Ja, die Vorteile liegen für viele auf der Hand, leider nicht für alle. Mal die Gelegenheit, Wahl ist ja auch mal zurückzublicken auf die vergangene oder die noch laufende Legislaturperiode. Was lief da gut, was lief da weniger gut, so Rückblick auf die 5 Jahre? Also ich glaube, im Kern ist es richtig, dass sich Europa sehr stark um das Thema Klimaschutz kümmert. Ich erlebe auch in den Unternehmen, ich mache sehr viele Unternehmensbesuche, gerade gestern noch in 2, 3 Unternehmen, die stellen sich auf in Richtung Klimaneutralität, die überlegen, wie sie das vor Ort auch umsetzen können. Es ist gut, dass Europa da Gas gegeben hat, aber ich habe den Eindruck, der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Frans Timmermans, wollte zu viel auf einmal. Also es geht nicht nur um Klimaschutz, es geht auch um Artenschutz, Zero Pollution, also Verbot von vielen wichtigen Substanzen, die wir zum Beispiel in der chemischen Industrie brauchen. Und das ist ein Problem. Also es geht, was den Klimaschutz angeht, stimmt die Richtung. Aber gerade wenn man Klimaschutz will, kann man nicht alle Wünsche der Umweltverbände der letzten 30 Jahre innerhalb von 2 Jahren umsetzen. Und da kann ich jeden verstehen, der sagt, es ging mir ein bisschen schnell. Und ihr habt auch da teilweise einfach Dinge falsch gemacht. Gut, jetzt schon mal auch dann der Blick nach vorne. Was wären so die 3 wichtigsten Aufgaben dann für die nächste Legislaturperiode? Das ist einmal natürlich das große Thema Sicherheit. Europa muss besser werden bei der gemeinsamen Verteidigung. Wir haben sehr viele unterschiedliche Waffensysteme. Und das kostet sehr viel Geld. Wir kriegen für unser Geld zu wenig Sicherheit. Und wir können uns leider nicht mehr auf die USA verlassen, speziell wenn Donald Trump Präsident wird. Dann das Thema Klimaschutz und Wirtschaft. Und beim Green Deal muss meiner Ansicht nach der Deal stärker im Vordergrund stehen. Die Unternehmen müssen Chancen haben, gute Rahmenbedingungen. Ich kenne viele Projekte, die wir auch mit EU-Mitteln fördern. Beispielsweise der Umbau des größten Kalkwerks Europas in Wülfrath. Die Firma will 1 Milliarde investieren, die EU unterstützt, aber die Rahmenbedingungen stimmen nicht. Wir haben zu wenig erneuerbare Energien und die Speicherung und die Lagerung und der Transport von CO2 sind in Deutschland immer noch illegal. Also das nützt nichts, wenn man schöne Ziele postuliert, aber solche Dinge praktisch dann einfach nicht durchgeführt werden können. Und der dritte Punkt, der mir persönlich besonders am Herzen liegt, ich bin Arzt von der Ausbildung und gerade weil ich 30 Jahre schon im Parlament bin, gehe ich immer wieder zurück in meinen alten Beruf, hospitiere, helfe. Das Thema Arzneimittelknappheit müssen wir unbedingt angehen. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die es wieder attraktiv machen, auch in Europa Arzneimittel zu produzieren und zwar nicht nur innovative, teure, sondern auch die Generika, die wir halt auch brauchen, etwa Antibiotikasaft für Kinder, Fiebersaft. Das muss klappen. In der Medizintechnik müssen wir die Regeln so umschreiben, dass die Produkte nicht vom Markt genommen werden und dass übertriebene Bürokratie zurückgedrängt wird. So, das wären meine 3 wichtigsten Ziele für die nächste Legislaturperiode. Also viel zu tun. Das haben wir ja auch formuliert als Unternehmer NRW in unserem Papier. Starkes Europa, starke Wirtschaft, starkes Europa, weil beides bedingt sich. Da sind wir überzeugt von. Haben da 5 Themenfelder angesprochen. Wettbewerbsfähigkeit, Bürokratieabbau, Binnenmarkt, Transformation und die internationale Rolle Europas. Ein paar Themen haben Sie ja auch schon gerade angerissen. Trotzdem nochmal da jetzt auch ein bisschen durcharbeiten durch die 5 Themenfelder. Das erste Stichwort Wettbewerbsfähigkeit. Ich glaube, zu Recht sagen wir, dass die Wettbewerbsfähigkeit sehr gelitten hat in den letzten Jahren unseres Standorts, auch wenn man so im weltweiten Vergleich guckt. Wir sehen da sehr viel Handlungsbedarf und es besser zu machen. Und Herr Dr. Liese, was kann Europa dafür tun, dass unser Standort wieder wettbewerbsfähiger wird? Ja, wir haben in der Tat eine Herausforderung. Wir haben ja auch gemeinsam mit Unternehmensvertretern in den letzten Tagen diskutiert, wie die Zahlen aussehen. Die Wirtschaftsleistung, insbesondere in der Industrie, geht zurück. Das Problem ist in Deutschland schlimmer als in anderen europäischen Ländern. Wir sind in einer Rezession.
außer uns nur Tschechien in der EU. Die anderen Länder wachsen, wenn auch nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Und auch bei den G20 sieht es ja ähnlich aus. Nur Deutschland und Argentinien sind in der Rezession. Das heißt, wir haben schon mal ein nationales Problem. Viele Entscheidungen in Berlin wurden nicht so getroffen, dass die Wirtschaft das umsetzen kann, dass sie Rückenwind erhält. Aber Europa hat auch eine Verantwortung. Und da sage ich ganz klar, was Herr Timmermans da teilweise vorgeschlagen hat, das ist übers Ziel hinausgeschossen. Und ich bin froh, dass ich daran mitwirken konnte, dass wir jetzt eine andere Richtung eingeschlagen haben bei seinem, nach seinem Abgang. Dass wir also viele Anliegen von Unternehmen in den Prozess eingebracht haben. Ich nenne als Beispiel die Verpackungsverordnung, das war ein Monstrum, was Timmermans vorgeschlagen hat, mit vielen Verboten, mit vielen nicht begründeten Entscheidungen. Und durch Zusammenarbeit etwa mit der Papierindustrie NRW haben wir über Änderungsanträge das so gestaltet, dass das auf den Kern fokussiert wird, Kreislaufwirtschaft fördern, aber keine unsinnigen Verbote, die unsere Wettbewerbsfähigkeit schwächen. So, und da möchte ich weitermachen. Und für mich ist wichtig, dass die Entscheidungen in Brüssel eben auch unter dem Aspekt gefasst werden, ist das wirklich notwendig, um das Ziel zu erreichen und wie kann man es mit der Wirtschaft und mit der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit erreichen. Ein weiteres Beispiel, was ich da vielleicht nennen kann, ist die Chemikalienpolitik REACH. Timmermans hat eine weitere Verschärfung geplant, gemeinsam mit Friedrich Merz, vielen anderen konnten wir, Ursula von der Leyen, davon überzeugen, dass das jetzt Gift ist. Die chemische Industrie ist ganz besonders herausgefordert. Und wir müssen eher mal überlegen, wie wir die bestehenden Regeln entschlacken und entbürokratisieren, als dass wir noch einen oben drauf setzen. Ja, Bürokratieabbau ist schon das gute Stichwort. Der nächste Punkt. Ja, das Thema Bürokratieabbau ist ja irgendwie gefühlt in aller Munde, auf jeder Agenda, aber auch in Europa, aber die Frage ist, was konkret passiert? Passiert da schon genug in Europa? Wo steht Europa beim Thema Bürokratieabbau aus Ihrer Sicht? Also ganz definitiv passiert nicht genug. Es wird zu viel geredet und zu wenig gehandelt. Und für mich ist wichtig, dass man das dann wirklich immer konkret angeht. Also beispielsweise Chemikalienpolitik, keine Verschärfung, das wäre Bürokratieaufbau. Aber wir müssen das bestehende Recht so durchforsten, dass es weniger Belastung für die Betriebe mit sich bringt. Und einen zweiten Punkt, den ich ansprechen möchte, der sozusagen der Benchmark für die nächste Legislaturperiode sein muss, Klima- und Umweltziele nicht mit mehr Regeln erreichen und mehr Vorgaben, sondern indem wir die Regeln abschaffen, die die Industrie im Moment daran hindern zu investieren. Und da haben wir etwas Großes auf den Weg gebracht, worüber noch nicht genug gesprochen wurde, den Net Zero Industry Act. Also ein Gesetz, das die Industrie in die Lage versetzt, klimaneutral zu produzieren. Das heißt ganz konkret etwa die Produktion von Wasserstoff, die Produktion von Photovoltaikanlagen, vieles andere soll von Erleichterungen im Genehmigungsverfahren profitieren. Und ich glaube, das ist der Weg, auf dem wir weitermachen müssen. Die Kommission hatte das auf einen kleinen Teil von Produktion begrenzt. In 20 Jahren wollen wir klimaneutral sein in Deutschland. Da können wir nicht anfangen, da müssen wir fertig sein. Also das muss alles viel, viel schneller gehen. Genehmigungsfiktion ist ein ganz wichtiges Stichwort. Das heißt, wenn die Behörde bis zu einem bestimmten Datum, 12 Monate, 18 Monate nicht antwortet, darf man anfangen. Dann gilt die Genehmigung als ausgesprochen. Ich glaube, an diesen Dingen müssen wir sehr hart arbeiten, wenn wir Investitionen auf die Schiene bringen wollen und gleichzeitig den Klimaschutz unterstützen wollen. Ja, Sie haben gesagt, viele konkrete Schritte sind nötig. Es wird aber noch nicht genug getan. Manchmal vielleicht ja sogar aus unserer Sicht das Gegenteil erreicht. So ein Thema, was ja auch intensiv diskutiert wurde, Lieferkettenrichtlinie. Die sehen wir natürlich mit großer Sorge. Wie ordnen Sie die da ein? Alle sprechen vom Bürokratieabbau und dann kommt diese Richtlinie. Ja, also das ist das Thema, das mir bei meinen Unternehmensbesuchen ständig vorgehalten wird als unnütze Bürokratie. Und mein Bruder ist Bäcker und Konditormeister. Der kam neulich mit einer konkreten Sache. Er beliefert ein Kloster
Und die wollen jetzt von ihm wissen, ob das Mehl und die Hefe, die er für seine Brötchen nutzt, irgendwo aus Kinderarbeit stammen. Er sagte, das ist so nun wirklich überflüssig. Und dann sagt er zu mir, ihr habt das doch noch gar nicht beschlossen. So, es ist ein deutsches Gesetz. Das hat der Deutsche Bundestag verabschiedet. Und ich glaube, da gibt es bei der Umsetzung riesige Probleme. Und jetzt Und packt ja noch Europa noch eins oben ja, drauf. das ist eben jetzt gerade die spannende Frage. Ich glaube, es wäre erstrebenswert, ein Lieferkettengesetz zu haben, das mit weniger Bürokratie auskommt als das deutsche und das europaweit einheitliche Regeln vorgibt. Das war mein Ziel. Ich habe mit Unternehmensvertretern, mit den IHKs bei mir vor Ort Konzepte erarbeitet, Änderungsanträge eingereicht. Die sind aber von einer Ampelmehrheit abgelehnt worden und die haben eben tatsächlich einen obendrauf gesetzt. Jetzt gab es einen komplizierten Verhandlungsprozess. Und die Gelehrten streiten sich. Also ist das jetzt besser als das Deutsche oder ist das weniger anspruchsvoll und weniger bürokratisch als das Deutsche? In einer idealen Welt würden wir ja was haben, was handhabbar ist, weniger bürokratisch und das dann für alle gilt. Denn es wäre ja auch ein Horror, wenn Spanien, Niederlande, Frankreich andere Regeln haben als Deutschland. Aber erstens, die Gespräche, die ich mit Wirtschaftsvertretern geführt habe, zeigen, ja, es wird leider nicht so ganz einheitlich umgesetzt werden, weil es eine Richtlinie ist und keine Verordnung. Und an einer Stelle geht das Europäische über das Deutsche hinaus. An vielen anderen Stellen wäre es weniger bürokratisch. So, und das muss man jetzt nochmal hin und her überlegen. Meine Tendenz ist, ich werde dagegen stimmen. Nur die Wahrheit ist eben leider auch, dass es im Europäischen Parlament gegen die Christdemokraten eine Mehrheit in dieser Frage gibt. Also da müssen wir dann vielleicht nach der Wahl auch noch mal ganz neu uns anschauen und überlegen, was man da wirklich Sinnvolles hinkriegen kann. Und unabhängig davon sollte man in Deutschland schleunigst alles, was über, egal wann, wie beschlossenes europäisches Recht hinausgeht, wieder runterfahren. Okay, Sie haben jetzt gerade auch schon angesprochen, gleiche Regeln in verschiedenen Ländern. Damit kommen wir eigentlich sehr gut, kriegen den Übergang zum Thema Binnenmarkt, unser drittes Thema. Der Binnenmarkt ist auch im vergangenen Jahr 30 Jahre alt geworden und ich glaube für viele schon eigentlich fast selbstverständlich bei vielen Themen. Aber aus unserer Sicht gibt es immer noch Bereiche, wo er nicht vollendet ist wirklich. Wo sehen Sie da konkreten Handlungsbedarf noch beim Thema Binnenmarkt und wo sind eigentlich auch die Chancen für NRW gerade, ja, einen offenen Binnenmarkt in Europa zu haben? Ja, ein Binnenmarkt ist extrem wichtig, gerade für den Mittelstand. Die Großkonzerne haben ja meistens Niederlassungen in allen EU-Mitgliedstaaten und können sich dann auch mit etwas Aufwand an die unterschiedlichen Regeln anpassen. Wir haben, glaube ich, ein Problem, dass wir zwar viele Versuche unternommen haben, die Regeln zu harmonisieren, dass aber im Prozess, im Verhandlungsprozess und in der Umsetzung in den Mitgliedstaaten dann doch wieder unterschiedliche Regeln bei rauskommen. Also es ist immer ein Drahtseilakt, zu versuchen, einerseits so viel einheitlich wie möglich, aber auf der anderen Seite die nationalen Befindlichkeiten zu berücksichtigen, die nationalen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Und das erlebe ich eben auch in Gesprächen mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Man wünscht sich einheitlich, aber natürlich so, wie Deutschland es macht oder wie man es selber für richtig hält. Das ist ein schwieriger Aushandlungsprozess. Wenn man es einheitlich haben will, muss man auch an der einen oder anderen Stelle mal in den sauren Apfel beißen und sagen, dann müssen wir uns eben auch umstellen. Es können sich nicht immer die anderen nur umstellen. Wir sind gut in Deutschland, aber wir sind nicht perfekt. Und das ist ein Prozess, bei dem wir eben jedes Mal neu gucken müssen, wie viel trauen wir uns zu und wo müssen wir auch eine gewisse Flexibilität lassen? Also das Stichwort Flexibilität oder auch unterschiedliche Umsetzung. Also ein Feedback aus der Unternehmerschaft ist, dass gerade beim Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit, dass es da ruckelt. Die ist natürlich wichtig, gerade auch Hintergrund Fachkräfte und so weiter. Aber da doch die Bürokratie auch enorm zuschlägt, Stichwort A1-Bescheinigung. Was kann man da tun, dass es einfacher wird und dass da eigentlich auch die Freizügigkeit, die ja postuliert wird, auch tatsächlich gelebt werden kann? Ja, absolut. Also es gibt einzelne Mitgliedstaaten, Frankreich hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert, die das als Markteintrittsbarriere nutzen. Und wir kämpfen dafür, dass es eine stärkere gegenseitige Anerkennung gibt.
Eine Aufgabe, eine Baustelle haben wir allerdings auch in Deutschland, was die Digitalisierung angeht. Es war halt lange so, dass man die Bescheinigung von der Krankenkasse wirklich nur in Papier bekam, entweder selber abholen musste oder per Post. Was Digitalisierung angeht, sind uns andere EU-Länder und nicht unbedingt reiche EU-Länder voraus. Also wenn ich in Estland mit den Kollegen rede, schlagen die teilweise Hände über den Kopf zusammen. Wir kommen jetzt aber mal zur nachhaltigen Transformation. Nochmal Energiethemen hatten Sie ja auch schon intensiv angesprochen, auch den Green Deal. Das ist natürlich so das Megathema. Da wird auch auf europäischer Ebene viel gemacht. Die Frage, wer wird auch wirklich das Richtige gemacht, um die Transformation hinzubekommen? Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht können wir da noch mal kurz auch drauf eingehen. Ja, ich glaube, wir müssen uns noch mehr auf den Klimaschutz als Priorität fokussieren und alles, was dem Klimaschutz widerspricht, sei es auch noch so gut gemeint wie Diskussionen über PFAS-Verbote, die müssen weg. Wir brauchen diese Chemikalie PFAS, um Wasserstoff herzustellen, um Windräder herzustellen. Und da kann man nicht über Verbote in diesem Bereich diskutieren. Wir müssen technologieoffen an die Sache rangehen. Ich glaube ganz klar, auch nach einem Gespräch mit einem Unternehmer nochmal diese Woche, die Zukunft gehört der Elektromobilität. Aber wir dürfen nicht dogmatisch sein. Wenn es andere Ansätze gibt und ein Unternehmen, Ingenieure in dem Unternehmen sagen, wir machen das aber anders, dann sollte die Politik die Ziele postulieren und nicht den Weg dahin. Und deswegen kämpfen wir dafür, dass das Verbot des Verbrennungsmotors nach der Wahl, wenn wir hoffentlich andere Mehrheiten haben, wieder aufgehoben wird. Nicht die Klimaziele sollen aufgehoben werden, sondern die Technologieoffenheit muss hergestellt werden. Und was die Energieversorgung angeht, ist klar, die erneuerbaren Energien müssen einen riesigen Anteil an der Versorgung ausmachen. Ich bin aber sehr nachdenklich geworden, was das Thema Kernenergie angeht. Ich habe den Ausstieg mitgetragen, gebe ich zu. Aber wir haben es ja alle gemeinsam nicht geschafft, den Ausbau der Alternativen so schnell hinzukriegen. Und dass dann ausgerechnet nach dem Ausbruch des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine der Ausstieg durchgezogen wurde, das habe ich vom ersten Tag für falsch gehalten. Es ist ja NRW, kann man sagen, ein Industrieland mit starken industriellen Wertschöpfungsketten noch. Und aus unserer Sicht, Transformation gelingt gar nicht ohne Industrie. Wir brauchen sie natürlich auch für Wohlstand und Arbeitsplätze natürlich. Wie schaffen wir das, dass wirklich die Industrie so stark bleibt, dass wir auch die Transformation gut mit ihr bewältigen können und auch die Chancen nutzen können, die dahinter stehen? Ist da die Europäische Union gut aufgestellt? Hat sie die Industrie wirklich gut im Blick? Muss besser werden, ganz klar. Also viele haben immer noch diese Idee im Kopf, ob in Europa oder in Deutschland, wenn wir klimaneutral werden, ist alles gut. Aber das Klima richtet sich weder an deutschen Grenzen noch an europäischen Grenzen. Das reagiert auf globale Emissionen. Und wenn wir es nicht schaffen, klimaneutral zu werden und Industrieland zu bleiben, in NRW allen voran, da bin ich auch in sehr intensiven Gesprächen mit unserem Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und vielen anderen, aber immer auch Deutschland und Europa, wenn wir kein Vorbild sind, dann wird niemand in Indien oder in China sagen, Klimaneutralität ist eine gute Sache. Das geht nur, wenn wir das mit der Industrie machen. Und da muss die Europäische Kommission weiter umsteuern. Also nach dem Weggang von Timmermans hat das schon begonnen. Aber es muss noch ein intensiverer Dialog mit der Industrie stattfinden. Ich glaube, Sie haben es auch bei Ihren drei Schwerpunkten am Anfang schon angesprochen. Die internationale Rolle Europas, das ist unser fünftes Thema. Das ist natürlich seit Ukraine-Krieg besonders im Fokus. Es ist aber auch ein wirtschaftliches Thema, nicht ausschließlich ein sicherheitspolitisches. Wie sehen Sie die Rolle Europas in der Welt? Muss sie eine stärkere Rolle spielen und was muss dafür passieren, dass sie das auch tatsächlich kann? Definitiv muss die EU eine stärkere Rolle in der Welt spielen. Dazu müssen wir militärisch stärker werden, dafür müssen wir politisch stärker geeint auftreten. Es gibt die Möglichkeit, auch in der Außen- und Sicherheitspolitik mit Mehrheit zu entscheiden. Da brauchen wir gar keine Vertragsänderung. Das muss gemacht werden. Und dann hängt aber eben die wirtschaftliche Stärke mit der politischen Stärke zusammen. Wir waren lange wirtschaftlich ein Riese, politisch ein Zwerg. Das ändert sich jetzt gerade. Politisch werden wir ernster genommen. Ursula von der Leyen ist die Frau, die man anruft, wenn man was will von Europa.
Aber wir müssen aufpassen, dass wir die wirtschaftliche Stärke nicht verlieren und dass wir es nicht überreizen. Also ich bin sehr dafür, dass wir unsere Interessen, unsere Werte auch bei wirtschaftspolitischen Entscheidungen berücksichtigen. Und auch wenn es gerade in der Praxis im Detail ruckelt, der Grenzausgleichsmechanismus CBAM ist grundsätzlich eine gute Sache. Viele Länder fangen jetzt an, ihre nationalen Emissionshandelssysteme außerhalb Europas jetzt zu etablieren. Da müssen wir Unterstützung leisten, und damit es am Ende nicht zu einem Handelskrieg kommt. Aber man darf nicht bei jedem Gesetz sagen, alles, was wir in Europa machen, gilt auch außerhalb Europas, und die Drittstaaten nicht überfordern. So stark sind wir wirtschaftlich nicht, dass wir die Welt diktieren können. Und das gilt bei Lieferketten zum Beispiel. Wir sollten nicht die Illusion haben, dass ein Mittelständler, wenn er 100 Schrauben bestellt, die Praxis der Produktion in Brasilien oder irgendeinem anderen Land dadurch ändert. Oder auch beim Thema entwaldungsfreie Lieferketten, wo sich die Importeure von Kaffee und andere jetzt gerade beschweren, dass es einfach praktisch für die Kleinbauern nicht umsetzbar ist und den Drittstaaten nur Ärger bringt und keinen Nutzen. Also wir müssen die richtige Balance finden, und wenn wir wirtschaftlich stark sind, können wir mehr verlangen, aber wir können auch nicht mit der Wirtschaftspolitik alle Probleme in der Welt lösen. Es nehmen ja auch gefühlt aus unserer Sicht die ja, protektionistischen Tendenzen zu. Aus unserer Sicht bräuchten wir aber genau eher das Gegenteil, Freihandel. Wie sehen Sie da die Chancen? Hat NRW große Chancen im Freihandel? Was müsste passieren, damit der Freihandel auch vorankommt? Die Diskussionen Ja. sind da ja auch äußerst schwierig. Wir sind sehr abhängig von offenen Grenzen innerhalb Europas als Nordrhein-Westfalen, aber auch in der ganzen Welt. Und deswegen treten wir extrem für Freihandelsabkommen ein. Wir wären alle heute in einer besseren Lage, wenn wir TTIP hätten. Ich war für TTIP, meine Fraktion war für TTIP, aber viele haben das mit der Diskussion um Chlorhühnchen sozusagen vom Tisch gewischt. Und sagen wir mal, was ist das größere Problem? Ein Chlorhühnchen oder ein Donald Trump, der die Grenzen für europäische Produkte dicht machen könnte? Und ich finde auch, was die jetzige Diskussion angeht um Mercosur, das Freihandelsabkommen mit vier Staaten Südamerika, ich lege sehr großen Wert auf ein gutes Verhältnis zu den Landwirten. Und auch die Landwirte müssen von übertriebenen Auflagen, ja, geschützt werden. Pflanzenschutzverbot zum Beispiel haben wir erfolgreich gekippt. Habe ich viel für gearbeitet, und ich habe einen guten Draht zu den Landwirten. Aber wenn mir Landwirte sagen, wir wollen kein Freihandelsabkommen mit Südamerika, dann passt irgendwann die Abwägung nicht mehr. Für unsere Industrie ist das extrem wichtig. Und bei aller Wertschätzung für die Landwirtschaft, mit den Landwirten rede ich viel und nehme mit deren Anliegen sehr ernst, aber die Industrie hat mehr Anteil an der Wertschöpfung und mehr Arbeitsplätze. Und deswegen müsste das, was die Industrie denkt zum Thema Mercosur, auch wichtiger sein als andere Überlegungen. Also viele Chancen auch durch den Freihandel. Ja, jetzt haben wir viele Themen beleuchtet, sehr viele Facetten. Zum Schluss würde ich gerne nochmal grundsätzlich werden. Jetzt haben wir vorhin zurückgeblickt. Wenn wir jetzt vorausschauen in die kommende oder ans Ende quasi der kommenden Legislaturperiode, was hat sich da aufgrund Ihrer Politik für die Wirtschaft verändert? Wo stehen wir da in 5 Jahren? Also zunächst mal muss ich ganz ehrlich sagen, mein wichtigstes Ziel in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren ist, das zu erhalten, was wir erreicht haben an Positiven in Europa. Und deswegen bin ich nochmal sehr dankbar, dass Arbeitgeber NRW in jedem Betrieb auf die Notwendigkeit der EU hinweist, auf die Gefahr, wenn die EU zerfällt. Ich habe eben schon angedeutet, es gibt Leute, die davon ausgehen, Kenner der Szene, dass Le Pen in Frankreich die Wahl gewinnt. Und wenn wir in Deutschland und in vielen anderen Ländern sehr starke antieuropäische Gruppierungen haben, dann ist meine größte Sorge, dass am Ende der nächsten Legislaturperiode wir vor einem Scherbenhaufen stehen, dass wir weder politisch noch wirtschaftlich Europa zusammenhalten können. Und deswegen ist mein allerwichtigster Wunsch an alle: Zur Wahl gehen bitte, gehen Sie zur Wahl und wählen Sie demokratische Parteien. So, und innerhalb des demokratischen Spektrums haben wir aber unterschiedliche Prioritäten, unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich möchte die Politik in der Europäischen Union, in dem Aufgabenbereich, wo ich zuständig bin, als umweltpolitischer Sprecher, als gesundheitspolitischer Sprecher,
so umgestalten, dass wir in der Tat mit weniger Bürokratie unsere Probleme lösen. Also mehr Deal, weniger Bürokratie beim Green Deal und auch in der Gesundheitspolitik, bei den Medizinprodukten, bei der Produktion von Arzneimitteln nicht immer neue Regeln, die am Ende dazu führen, dass die Produkte nicht mehr hergestellt werden, sondern ein gesundes Maß an Regeln, das uns schützt, aber keine übertriebene Bürokratie. Ja, mir bleibt eigentlich jetzt nur noch Dank zu sagen, Herr Dr. Liese, für das Gespräch. Vielen Dank. Und wählen gehen ist natürlich ein Appell, dem wir uns sehr nachdrücklich anschließen können. Ja, vielen Dank und alles Gute. Gerne.